Hallo meine Lieben, ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ich befinde mich jetzt hier gerade am Bahnhof Frankfurt-Höchst und ich bin hier, um zu sehen, wie sich die Stadt Deutschland mittlerweile macht, denn die hat ja 4 Linien von der HLB übernommen. So, am 11.12.2022 haben sie RB12 und RB15 von der HLB übernommen und am 1. April, was noch nicht so lange her ist, die Linien RB11 und RB16. Nun wollte ich mal gucken, wie das mit der Stadt läuft, denn ich habe schon einiges im Vorfeld gehört, dass da nicht so ganz glatt läuft bei der Stadt mit dem Taunusnetz. Ja, Zugausfälle oder dass die Wasserstoffzüge nicht so ganz funktionieren. Jetzt vor kurzem, was noch nicht mal so alt ist, ich habe das vorhin noch im Zug gelesen, dass da Lokführer gekündigt haben, weil die keinen Bock hatten wohl auf eine neue Einweisung auf ein Fahrzeug oder sonst irgendwas nicht so ganz im Rahmen war. Ich weiß es nicht genau, ich habe das nur oberflächlich bei Hessenschau gelesen. Auf jeden Fall, denen fehlen dann Lokführer. Das heißt, alles geht über Personaldienstleistungen, dass sie da irgendwas herkriegen oder, ja, also geliehenes Personal. So, wie man hier unschwer erkennen kann, die HLB ist immer noch da. Das lässt ja schon mal tief blicken, dass auf den Linien wohl keine Blindwasserstoffzüge unterwegs sind von der Stadt, sondern immer noch die gute alte HLB, die ja verlässlich immer noch den Verkehr in Hessen machte. Also, Chapeau. Ja. Jetzt bin ich mal hier, um mir das mit allen 4 Linien anzugucken. Das heißt, das Video dient der Dokumentation. Und ja, ich bin gespannt, was ich hier kriegen werde. Wir fangen mit RB11 an, dann zu RB12, dann RB15 und RB16. So, ich hoffe mal, dass die Zeit reicht, weil ich bin früh genug hier hingefahren. Wir haben uns gerade mal 11.08 Uhr. Ich bin mal gespannt, was wir zu sehen bekommen. Ich nehme euch mit auf die Reise, also seid gespannt. Das ist RW11, das steht aber leider nicht angeschlagen, sondern irgendwie Weltrekordfahrt. Ich weiß nicht, um was für eine Art von Rekord es sich handelt. Bis 12. Und für euch zum Mitlesen. RB12 nach Königstein im Taunus. RB12 ebenfalls mit Baureihe 2648 bestückt. Und hier sehen wir die Nummer. Fährt übrigens in Doppeltraktion. So, RB12. Heute garniert mit Baureihe 2648 Doppeltraktion. Ich würde sagen, dass da nichts anderes drauf ist. Auch bei den anderen Linien, denke ich mal, wird auch Baureihe 2648 dabei sein. Das ist doch jetzt nicht wahr, oder? Ich stehe ja schon an der Bahnsteigkante und die Leute gehen noch weiter dahin. Und jetzt widmen wir uns den anderen Linien, die aber schon in den Taunus fahren.
Geil. Das habe ich mir schon gedacht. Und hier kommt nun meine Zusammenfassung. RB11. Der einzige Umlauf wird durch eine Baureihe 2648 der HLB bedient. RB12. Alle Umläufe werden mit Baureihe 2648 der Hessischen Landesbahn in Doppeltraktion bedient. RB15. Die einzige Linie, auf der die Wasserstoffzüge unterwegs sind. Einzelne Umläufe fallen aus. Ergänzend gibt es einen Schienenersatzverkehr ab Friedrichsdorf. RB16. Nur einer von zwei Umläufen wird bedient, während der zweite Umlauf ersatzlos gestrichen ist. Auch hier ist eine Baureihe 2648 der Hessischen Landesbahn unterwegs.